Meine sehr verehrten Damen und Herren, die letzte halbe Stunde soll noch einmal Gelegenheit geben, vielleicht ein wenig zu resümieren, aber auch insbesondere nach vorne zu schauen. Und ich freue mich, dass Klaus Hebborn heute Nachmittag noch zu uns gekommen ist, der die kommunalen Spitzenverbände vertritt, die heute noch keinen eigenen Beitrag hatten. Und ich freue mich, dass Herr Dr. Heinemann den Weg noch hierher gefunden hat. Er ist in seiner Abteilung ja umfassend zuständig für die Themen, die wir heute hier behandelt haben. Ich möchte beginnen mit der Bitte an Herrn Hebborn, noch einmal aus seiner Sicht deutlich zu machen, warum sind die Kommunen im Gegensatz zu einem Zeitraum von vor etwa 10, 15 Jahren so deutlich an mehr Verantwortung vor Ort für Schule interessiert? Das hat den einen oder anderen überrascht und führt hin und wieder immer noch zu Irritationen. Was ist das eigentliche Motiv? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Motiven von Kommunen. Ich würde mal von einem gewissen Paradigmenwechsel sprechen, der sich in den Kommunen vollzogen hat. Das heißt, die Kommunen, die traditionellerweise ja vor allen Dingen für Bausteine, Erden zuständig sind oder zuständig waren, also eher für die Hardware, wo dann Bildung, die von anderen verantwortet wird, stattfindet, haben sich doch auf den Weg begeben, sich stärker in der Bildung zu engagieren. Das hat zunächst etwas mit den Defiziten, die in der Bildung bestehen, zu tun. Alle internationalen Studien haben ja deutlich gemacht, dass wir in der Bildung nicht nur ein Qualitätsproblem, sondern auch ein Zugangsproblem haben. Und das wirkt sich natürlich vor Ort unmittelbar aus. Und zwar nicht nur für Menschen, die immer mit sogenanntem Migrationshintergrund bezeichnet werden, sondern durchaus auch für die übrige Bevölkerung. Also da ist ein wichtiges Motiv. Ein weiteres Motiv ist sicherlich, dass die Städte auch heute viel stärker als früher in einem Wettbewerb sich befinden. Wir haben eine demografische Entwicklung, die führt dazu, dass die Städte auch kämpfen müssen, um nicht nur um Industrieansiedlungen bzw. Dienstleistung und Wirtschaft vor Ort, sondern auch um junge Familien mit Kindern. Und wer da bei der Bildung hinten ansteht und wer kein attraktives Bildungs- und Betreuungs- und Erziehungsangebot da bereitstellen kann, der hat Standortnachteile zu befürchten. Und schließlich gibt es auch ganz pragmatische Motive, die sind schlicht damit zu beschreiben, dass jede misslungene Bildung letztlich auf der kommunalen Seite auch immense Kosten hervorruft, weil, wie ja bekannt ist, die Kommunen auch für die Sozialleistungen verantwortlich sind. Also insofern handeln Kommunen eben auch aus ganz monetärem, pragmatischen Interesse heraus. Also das ist ein ganzes Motivbündel, was dazu geführt hat, dass Kommunen sich in diesem Bereich engagieren. Und der Schwerpunkt liegt eigentlich darauf, die unterschiedlichen Bereiche, früher sprach man immer von den Säulen des Bildungssystems, zu einem Netz weiterzuentwickeln, also Brücken zu bauen zwischen den einzelnen Fachbereichen, zwischen den unterschiedlichen Professionalitäten, sicherlich auch zwischen Ressourcen. Ob das gelingt, ist noch offen, und ob das was bewirkt, ist auch noch offen. Das heißt, wir sind in einem Prozess, der in vielen, ich sage bewusst nicht in allen, aber in vielen Kommunen begonnen hat und der sozusagen ja jetzt auch im Land eine gewisse vertragliche Fixierung gefunden hat. Und in dem Zusammenhang ist sicherlich ganz wichtig, was hier heute stattgefunden hat, nämlich die Bildungspartner. Die sind so für mich jedenfalls sowas wie das Gerüst einer Bildungslandschaft, die Konkretisierung auch letztlich von Kooperation und Zusammenarbeit. Herr Bonn, Sie haben ja vor über 5 Jahren dieses Projekt mit angestoßen. Jedenfalls waren Sie von Anfang an ein Freund und Unterstützer. Würden Sie, Sie haben es jetzt schon etwas am Ende betont, ein deutliches Wort an das Publikum sagen, ob diese 5 Jahre Geschichte, und wir haben uns ja auch verabredet, dass wir weitermachen, der richtige Weg ist? Also ich glaube, es ist zumindest ein erfolgversprechender Ansatz, der aber noch eine Menge an Investitionen, und das meine ich jetzt nicht nur finanziell, das sicherlich auch, aber der eine Menge an Investitionen in auch Überzeugungsarbeit noch bedarf. Denn nicht alle Akteure in der Bildung, da meine ich auch nicht nur die Schulen, sondern durchaus auch Einrichtungen der Jugendhilfe, sind nicht gerade
immer super begeistert von einer solchen Zusammenarbeit. Sie fragen völlig berechtigt, was bringt mir das eigentlich oder was bringt das eigentlich für die Bildung? Also insofern denke ich, ist zweierlei erforderlich. Auf der einen Seite Überzeugungsarbeit und ich selber bin davon überzeugt, dass das was bringt, aber wir brauchen auch Evaluation, um wirklich auch nachzuweisen, dass ein kommunales Engagement, oder das will ich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, ob sozusagen eine Zusammenarbeit, eine Vernetzung auf der örtlichen Ebene, wenn sie denn gelingt, auch wirklich positive Effekte im Hinblick auf mehr Qualität und insbesondere auf mehr Chancengerechtigkeit bringt. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass Sie da eigentlich ganz sicher sind, Herr Bonn, dass das dazu führt. Ich gebe diese kritische Frage mal an Herrn Dr. Heinemann weiter, der ja mit der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung, jetzt auch der, wie ich weiß, der Qualitätsanalyse und der Weiterbildung ein umfassendes Portfolio in der Verantwortung hat, aber nach klassischer Sprachregelung sozusagen für die innere Verfasstheit der Schule verantwortlich ist. Braucht denn die Schule in ihrem pädagogischen oder in ihrem Bildungsauftrag die kommunalen Partner und wenn ja, wofür? Also hier würde ich mich mal outen. Bitte. Und sagen, in dieser Hinsicht bin ich ein Überzeugungstäter. Das heißt, ich glaube, dass die Schulen, wenn schulische Arbeit gelingen soll, starke Partner brauchen. Und die brauchen sie vor allem da, wo sie sie konkret finden können, nämlich vor Ort. Insofern bin ich sicher, dass der Weg, auf den wir uns vor 5 Jahren gemacht haben, mit der Medienberatung, zunächst einmal in dem relativ engen Bereich, in der Tat der Medienberatung, und der sich sozusagen ja ausgedehnt hat auf andere Partnerschaften, die alle hier vorne stehen, Bibliothek und Schule, Volkshochschule und Schule, Medienzentrum und Schule und so weiter. Ich glaube, dass dieser Weg der richtige ist. Ich glaube auch, Herr Hebborn hat das ja gar nicht in den Mund genommen, sondern sage ich es, dass die staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft für die Schule das Richtige ist, also für die Bildung das Richtige ist. Und ich würde dann gleich vielleicht in einer zweiten Runde auch noch mal sagen, wo man dann auch aufpassen muss, wo man vielleicht auch Schritte sozusagen klug überlegen muss. Aber in dieser Phase unserer Diskussion würde ich noch mal auch an das erinnern, was Frau Ministerin heute Morgen gesagt hat, nämlich ein deutliches Ja, ein deutliches Votum für die sozusagen für eine staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft in Gestalt jetzt der regionalen Bildungslandschaften, der regionalen Bildungsbüros vor Ort, in die das Land ja auch durchaus Ressourcen in Form von einer pädagogischen Stelle mit hineingibt, damit das Ganze sozusagen auch aufgebaut werden wird. Sie haben gerade angesprochen, ich bin im Ministerium auch für die allgemeine Weiterbildung verantwortlich. Ich würde mir wünschen, dass zu den starken Partnern, neben denen, die wir heute angesprochen haben, neben denen, die ich gerade angesprochen habe, vor allen Dingen auch neben der Wirtschaft, neben der Regionalagentur für Arbeit, auch die Träger der, wenn man so will, die Träger der Weiterbildung gehören. Denn erst dann ist es für mich nicht nur eine regionale Schullandschaft, sondern eine regionale Bildungslandschaft. Herr Buss, Sie haben heute in Ihrem Vortrag sehr deutlich für erfolgreiche regionale Bildungsstrukturen die Bedingungen genannt. Sie haben nun den Blick weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Ich würde schon gerne am Ende dieses Tages, wo die Vielfalt dessen, was schon passiert in Nordrhein-Westfalen, auch sichtbar geworden ist, nochmal provokant die Frage stellen, Nordrhein-Westfalen ist das einzige Land, was so konsequent strukturell in der Fläche Strukturen schafft zurzeit. Und es ist auch das einzige Bundesland, was ein solch profiliertes Projekt wie Bildungspartner NRW in der systematischen Form aufgesetzt hat. Das wissen wir aus der Kommunikation. Kann man daraus schließen, wir sind auf dem richtigen Weg? Kann man sagen, Nordrhein-Westfalen geht konsequent den richtigen Weg? Oder hätten Sie aus Ihrer überregionalen, vielleicht sogar europaweiten Sicht noch eine differenziertere Betrachtung? Also ich habe heute Morgen versucht,
die Gelingensbedingungen darzustellen, wie wir sie aus internationaler Forschung kennen. Da haben wir einige Hinweise, dass das also wirklich die Bedingungen sind, auf die wir achten müssen. Für Deutschland haben wir zu diesem Bereich so gut wie überhaupt keine Forschung. Ich meine, das muss ich jetzt als Wissenschaftler einmal sagen, das ist ein gewagtes Unternehmen, was man im Moment macht, diese Riesenstrukturen anzugehen ohne wissenschaftliche Begleitung. Also in anderen Ländern käme da erstmal keiner drauf, das ohne eine grundlegende, fundierte wissenschaftliche Begleitung zu machen. Das kann ich mir natürlich nicht verkneifen, das hier zu sagen. Sie sollen sich gar nicht einfach verkneifen, lieber Bose. Einfach mal mit verbundenen Augen ins Flugzeug und dann losfliegen und dann wollen wir gucken, wo kommen wir irgendwo an. Ne? Das ist auch schön. Das ist auch schön, ja. Aber wenn eine Achterbahn drunter ist, geht das, nicht? Aber sonst kann das schwierig sein. Es muss ja keine Achterbahn werden. Aber davon abgesehen, Nordrhein-Westfalen geht. Ob es der richtige Weg ist, wissen wir nicht. Ich vermute mal, und was ich mitkriege, aus den praktischen Umsetzungen, insbesondere in Dortmund, das, was in Duisburg jetzt passiert, die beiden Beispiele, die ich auch gesagt habe, deutet vieles darauf hin, dass das der richtige Weg ist. Allerdings soll man sich nicht vertun, man muss warnen vor den vielen Gefahren, die rechts und links lauern. Es ist ja überhaupt noch nicht richtig durchdacht, wie ist das Verhältnis von eigenen einzelnen Bildungslandschaften, zum Beispiel zu den Regierungsbezirken. Wer hat da was eigentlich zu sagen, wie soll das funktionieren? Wir wissen aber, eine der Gelingensbedingungen war ja, man muss sich an einen Tisch setzen, man muss das klar benennen, was man will, wo die einzelnen Interessen der Leute sind und wie kriegt man das zusammen hin. Also ich würde mir wünschen, dass dieses Thema an sich Bestandteil der nächsten Koalitionsverhandlungen nach der nächsten Wahl wird, damit das auf jeden Fall thematisiert wird, wie diese Bedingungen rechtlich einwandfrei festgegossen werden können, damit man da auch eine gewisse Planungssicherheit für alle Akteure hat. Das ist eine wunderbare Überleitung zur zweiten Runde. Da geht es mir nochmal darum, Herr Heinemann hat es schon angeschnitten, wo liegen die Fallen, wo liegen die Stolpersteine? Sie sagen, man muss darauf achten, was haben die Bezirksregierungen noch für Funktionen? Ich könnte auch das Problem benennen, was haben die regionalen Bildungsnetzwerke eigentlich im Kern für Rechte? Wo können sie eigenständig agieren? Gleichwohl geht eine deutliche Bewegung los. Ich habe heute mit Herrn Jennissen sprechen können. Er sagt, wir haben in 2 Wochen 41 von 53. Das heißt, wir haben ein System in Kürze in der Fläche, aber die Gestaltung steht jetzt an. Herr Dr. Heinemann, wo würden Sie jetzt im Nachgang zu Ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung den Finger heben und sagen, Vorsicht? Also zunächst einmal als politischer Administrator und Vertreter des Ministeriums bin ich ganz weise und sage den Gedanken mit der Evaluation, Herr Professor Boos, den nehme ich mal mit ins Ministerium. Und dann wollen wir mal sehen, den halte ich nämlich in der Tat für weiterführend. So ganz im Blindflug sind wir nicht. Wir hatten das größte Projekt selbstständige Schule, das größte Projekt überhaupt in der Bundesrepublik mit, ich glaube, 18 Regionen und über 350, 360 Schulen. In diesem Projekt gab es auch schon regionale Bildungsbüros und es ist auch evaluiert worden mit einer erheblichen Summe. Das heißt, so ganz im Blindflug sind wir nicht. Ich will durchaus auch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch sozusagen gegebenenfalls in Schwierigkeiten kommen können. Ich will das mal so beschreiben. Erstens, das, was wir heute beschreiben, hat sich aus zwei Quellen entwickelt. Es hat sich sozusagen nicht aus einem Ansatz, es hat sich aus zwei Quellen entwickelt. Einmal aus der Medienberatung und der ganz konkreten Medienpartnerschaft mit den Bibliotheken, mit den Medienzentren, mit den Volkshochschulen. Eine Quelle. Die andere Quelle ist die selbstständige Schule und die sozusagen da in den 18 Regionen, Modellregionen bestehenden regionalen Bildungsbüros. Das muss noch zusammengeführt werden. Zweitens, die Verträge, die wir geschlossen haben, beschreiben Möglichkeiten. Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Aus diesen Möglichkeiten, darum heißt der Kongress ja heute Kooperation konkret, müssen Wirklichkeiten werden. Da muss man in der Tat überlegen, welche Dinge sich herausschälen, welche Profile sich herausschälen. Meine Überlegung wäre, meine goldene Regel wäre, beachtet und geht in die Schnittstellen hinein, die nicht besetzt sind von anderen Akteuren. Das heißt, geht in Schnittstellen wie Schuleberuf, geht in Schnittstellen wie sozusagen Jugendämter,
Schule, geht in die Übergänge, geht in diese Übergänge. Versucht euch noch ein Stück weit zurückzuhalten, seid achtsam und behutsam in Fragen von innerer Schulentwicklung. Ich will ein Beispiel nennen, das ich rein aus der Luft greife, das in NRW überhaupt nicht vorkommt. Wenn ein Kulturdezernent etwa der Ansicht ist, er weiß sozusagen, wie innere Schulentwicklung geht und allen Schulen in seinem Umfeld, in seinem Sprengel etwa sozusagen eine bestimmte Art der Fortbildung sozusagen verordnet. Passiert nicht, ist nicht vorgekommen, ich wollte es nur aus der Luft greifen. Dies wäre sozusagen, glaube ich, etwas, wo ich sage, da hätte ich nur noch so, sozusagen meine Schwierigkeiten mit. Geht erst in die Bereiche, in denen sozusagen wirklich der Mangel besteht. Da sind vor allen Dingen nach meinem Gefühl die Übergänge Kindergarten, Schule, Übergang Schule, weiterführende Schule, vor allen Dingen Übergang Schule, Beruf. Da sind die anderen Partner, da müssen die anderen Partner ins Boot geholt werden. Aber auch in den Universitätsstädten eben Schule, Hochschule und Schule, Weiterbildung. Also wir haben eine Menge Möglichkeiten, wir müssen aus den Möglichkeiten Wirklichkeiten machen und die goldene Regel ist, seid achtsam vor der Integrität der jeweilig anderen Partner, obwohl ich, Herrn Heberhorn, wir haben im Vorgespräch mal darüber gesprochen, zustimmen muss, im Ganztag kommt es dazu, dass man natürlich, dass sich Zusammenhänge, sozusagen andere Zusammenhänge ergeben, dass sich auch innere Abläufe in den Schulen verändern, aber seid behutsam, das zu tun. Ich glaube, diese Behutsamkeit würde uns auch eine Evaluation nicht ersparen. Ja, man ja. Ich leite die Frage nochmal an Sie weiter mit einer kleinen Zusatzfrage. Bei aller Gestaltung der einzelnen Bildungsregionen, die ja ganz bewusst auch offen bleiben soll. Bleibt doch die Frage, die 54 kommunalen Menschen, die künftig in den Geschäftsstellen eine Koordination machen, die also die gesamte Kommunikation vor Ort steuern sollen, ist es nicht doch notwendig, bei aller Vielfalt von kommunaler Seite dort auch mehr zu helfen? Lassen wir nicht zu sehr die Eigenständigkeit der einzelnen Regionen zu, brauchen wir, um es auf den Punkt zu bringen, auch eine Unterstützung für diejenigen, die in diesen regionalen Bildungslandschaften künftig ja doch einen großen Einfluss haben. Das gilt übrigens auch für die 54 bzw. 53 pädagogischen Mitarbeiter. Ich meine, wir sollten sie nicht alleine lassen. Nein, das ist vollkommen klar. Ich bin vollkommen gegen Blindflüge. Dass da gewisse Risiken mit verbunden sind, war, glaube ich, allen vorab klar. Auch die ganzen Probleme lagen, glaube ich, auf dem Tisch. Also wenn ich mir allein das Thema Zuständigkeiten anschaue zwischen Land und Kommunen, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass es ja außer kreisfreien Städten auch Kreise mit kreisangehörigen Gemeinden gibt, jede Menge. Und wenn ich mir anschaue, dass die kreisangehörigen Gemeinden alle eigene Schulträger sind, und ich muss ganz offen sagen, es gibt auch noch kein funktionierendes Modell, wie sozusagen diese einzelnen Schulträger in der regionalen Bildungslandschaft Kreis zusammenwirken, aber doch unter Wahrung auch ihrer demokratischen Rechte, auch die Räte haben. Also es gibt Zuständigkeitsfragen noch und nöcher, die waren alle bekannt und wir haben gesagt, wenn wir die anfangen irgendwie zu diskutieren oder zu verändern, dann kommt es nie zu irgendwas. Deshalb haben wir gesagt, es ist einfach überfällig, dass wir anfangen. Und es ist überfällig, dass dieses Nebeneinander im Grunde auf die gleichen Kinder, dieselben Kinder und Jugendlichen, also die Arbeit am Kind, wie das immer so schön heißt, die muss koordiniert und zusammengeführt werden, und zwar hinsichtlich der Professionalitäten, hinsichtlich der Kompetenzen, aber auch, wenn es geht, auch hinsichtlich der Ressourcen. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also insofern, ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, Evaluation müssen wir auf jeden Fall machen. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo besteht Handlungsbedarf? Und dann muss man gucken, was man macht, ist vollkommen klar. Jetzt Ihre Frage, klar müssen diese zwei Menschen, die in der Regel jetzt in den Bildungsbüros sitzen, also ein Landesmensch, ein kommunaler Mensch, müssen weitere Unterstützung haben. Ich war gestern auf der Bildungskonferenz in Oberhausen, wo die gerade angefangen haben. Das ist im Grunde genommen, wenn man sich die Zahl der Akteure ansieht, ist das ein so großes Feld, dass das natürlich niemals von einem Bildungsbüro alleine gemacht
werden kann. Insofern müssen sich Land und Kommunen, das nenne ich aber dann auch wirklich beide, überlegen, wie können wir diese Strukturen weiter im Rahmen der Möglichkeiten, wir haben ja Finanzkrise etc., ausbauen und stabilisieren und stärken. Und wo braucht es weitere Hilfen? Also jetzt einfach zu sagen, wir machen ein Bildungsbüro und dann läuft das schon irgendwie, das wird so nicht gehen, sondern wir brauchen eben sehr viele auch bis ins sozusagen in konkrete Kooperationen, in konkrete Unterstützung reingehende weitere Unterstützung. Also da geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Wenn man sich entscheidet, auf diesen Weg zu gehen, dann muss man ihn auch konsequent weitergehen und irgendwann sagen, so jetzt machen wir einen Strich und jetzt gucken wir mal, was ist dabei rausgekommen und evaluieren das dann. Darf ich die Frage, die Herr Heinemann schon beantwortet hat, auch noch mal ganz kurz an Sie weitergeben, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Er hat ja ganz bestimmte Themen benannt, Übergänge und so weiter. Würden Sie auch die Themen im Grundsatz unterstreichen, die man mit Priorität anfassen sollte, weil es dort auch von kommunaler Seite brennt und dringend dieser Koordination bedarf? Ja, es sind natürlich die Übergänge, das ist ganz klar. Das sind ja auch immer Übergänge zwischen Zuständigkeiten im Übrigen, ne? Also der frühkindliche Bereich ist eine kommunale Aufgabe, zusammen mit freien Trägern. Und die Schule, da beginnt dann sozusagen die inhaltliche Hoheit des Landes. Und natürlich auch Übergang Schule-Beruf ist ja auch aus diesen ganzen Standortüberlegungen, die ich genannt habe, auch ein wichtiger Bereich. Mir ist besonders wichtig, sind zwei Kooperationen besonders wichtig, die nenne ich jetzt nur, ohne das weiter auszuführen. Schule und Jugendhilfe, weil da liegt seit vielen Jahren, gibt es Versuche, da etwas zu machen, aber auch Schule und alles, was mit kultureller Bildung zu tun hat. Ja. Abschließend möchte ich Sie nicht entlassen, ohne dass Sie denjenigen, die so lange ausgehalten haben heute, noch mit einer Botschaft nach Hause schicken, verabschieden. Was würden Sie denjenigen, die sich jetzt, das ist ja hier eine ganz engagierte Gruppe von Menschen, die weit über ihre normale Pflicht hinaus sozusagen sich in einem Feld engagieren, wo sie sich auch eine Win-Win-Situation vorstellen. Gleichwohl ist Investment notwendig und das ist passiert. Hier ist so viel Engagement sichtbar geworden heute. Was würden Sie denjenigen mit auf den Weg geben für die nächsten Schritte? Und ich wünsche mir natürlich etwas Ermutigung, etwas Ermunterung, denn ich glaube, alle die heute hier waren, haben es verdient, dass man ihnen auch eine Perspektive aufzeigt und ihnen mit dem Blick auf die anstehenden Aufgaben ein Stück Botschaft mit auf den Weg gibt. Wer möchte beginnen? Herr Boos. Die weise Wissenschaft. Es ist ja bewundernswürdig, was Sie hier vorhaben und was Sie machen. Die Chinesen sind ein weises Volk. Die haben gesagt, die 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Die ersten Schritte haben sie gegangen, aber sie haben auch noch ganz viele vor sich, bis sie ankommen. Deswegen müssen sie auf dem Weg dahin sich Ziele setzen, die sie erreichen können. Sonst sind sie frustriert, sonst kriegen sie das nicht hin. Also nicht nur das große Denken, sondern auch kleine Sachen, die man anstreben kann, die man auch hinkriegt in den nächsten anderthalb Jahren, dass sie also auch entsprechend von positiven, erreichten Zielen beflügelt werden, das große Ziel zu erreichen. Dann sind sie, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also das Land, die Bildungspolitik des Landes hat den festen Willen, diese regionalen Bildungsbüros und damit die regionalen Bildungslandschaften mitzuhelfen, dass diese in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten entstehen. Sie hat den festen Willen, das hat Frau Ministerin heute Morgen ja gesagt, auch deutlich zu machen, dass wir diese kommunale und staatliche Verantwortungsgemeinschaft sozusagen festigen. Wir müssen sie konkretisieren, wir dürfen da nicht blind sein, das ist überhaupt keine Frage. Sie selber haben aber, das haben ja auch, hat ja die Preisverteilung eben oder die Preisverleihung eben auch gezeigt, Sie selber haben ja schon, Sie machen ja Kooperation konkret und da kann ich Sie nur bitten, auf diesem Weg sozusagen weiterzugehen. Und Herr Boos hat ein chinesisches Sprichwort genannt. Ich habe noch ein schönes Zitat des Medienkünstlers, das passt ja zur Medienberatung, Nam June Paik, der hat gesagt, das sollten Sie auch beherzigen, wenn zu perfekt, dann liebe Gott böse. Also das kann man ja kaum mehr toppen. Nee. Also ich würde gerne einfach zwei Botschaften loswerden. Das eine ist die Botschaft an die Einrichtungen.
dass wir jetzt hier viel über Strukturen reden können, viel über Politik, viel über Zuständigkeit und viel über Geld, aber Sie sind letztendlich sozusagen die Korsettstangen dieser ganzen Geschichte, ohne die es nicht geht. Und ich habe mir ja heute das Programm, ich konnte ja nicht den ganzen Tag dabei sein, habe mir das Programm der, allein der Workshops angeguckt und habe gesehen, welche Vielfalt von Projekten und Kooperationen es ganz konkret auf der Einrichtungsebene gibt. Insofern würde ich Ihnen sagen, dass Sie für das Funktionieren dieses ganzen Unternehmens eigentlich die Entscheidenden sind. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen will, wenn Sie es nicht schon gemerkt haben, Kooperation kann auch Spaß machen. Dann schließe ich, bevor ich Sie verabschiede, mit Isaac Newton. Das ist jetzt einer, den ich mir bei Klaus Hemmern ausgeliehen habe, nämlich neulich auf einer großen Konferenz damit beendet. Es hat mich beeindruckt, es passt hier wunderbar. Isaac Newton hat, ich weiß nicht, ob es wörtlich ist, mal gesagt, die Menschen bauen viel zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlussmotto. Es geht um Brückenbauen. Sie sind Brückenbauer, alle, bis an die Grenze dessen, was Sie leisten müssten eigentlich, weit über die Grenze. Bin Ihnen dafür ganz ausdrücklich dankbar, denn die Idee, die wir vor 5 Jahren mal entwickelt haben, dass sie so erfolgreich ist, ist Ihr Werk vor Ort. Es hat Zukunft, das ist für mich die wichtigste Botschaft dieses Kongresses, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen den neuen Strukturen der regionalen Bildungsnetzwerke und der Bildungspartnerschaft NRW mit ihren Einzelmarken. Es ist kein Widerspruch, es passt wunderbar zusammen. Wir sind weit gekommen im Dialog von Bereichen, die sonst nicht miteinander sprechen. Und wenn ich nochmal ausdrücklich Frau Möllers erwähne und viele andere, alle, die von der Idee infiziert sind, haben dazu beigetragen. Und dann muss ich am Schluss meinem Team in der Medienberatung NRW, das muss gesagt sein an diesem Tag, stellvertretend Frau Bröckling, sagen, für so einen großen Kongress mit 600 Besuchern, den so professionell auf die Beine zu stellen, das ist allerhand. Wir haben großes Lob von allen bekommen. Ich schließe mich dem einfach an. Herzlichen Dank. Kommen Sie alle gesund nach Hause. Auf Wiedersehen.